Hallo, 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 hier ist wieder Shogi Baroki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Er ist der Marc Hagenbeck. Hallo. Und ich bin der Sashi. Und wir haben heute den 16. Januar und am 16. Januar ist geboren Kate Moss. Kennst du? Kate Moss, ja natürlich. Ja, Kate Moss. Hungerhaken. Ja, die hat, ja, Hungerhaken, total. Also nicht so, wie, so ein Pummelchen wie du, sondern die Kate Moss war immer so ein Strich in der Landschaft, ne? Ja. Ja, genau. Ja, die ist 1974 geboren, am 16. Januar und war international erfolgreiches britisches Fotomodell und der ganze Käse. Also Anfang der 90er wurde sie von, mit Kampagnen von Calvin Klein und von Chanel und Gucci und den ganzen Käse, da wurde sie da irgendwie bekannt. Richtig. Weißt du, wusstest du das schon vorher? Na klar. Natürlich, mhm. Ja. Ja. Am 16. Januar hast du aber auch noch einen Fakt ausgepackt? Ja, einen traurigen Fakt eigentlich. Am 16. Januar 2003 startete das Space Shuttle Columbia zum letzten Mal ins All, denn bei seiner Landung 16 Tage später verglühte die Raumsonde in der Atmosphäre und 7 Astronauten starben leider an Bord. Ach, das war die Columbia, die Columbia-Geschichte. Und die ist am 16. Januar gestartet. Genau. In welchem Jahr? 2003. 2003, mhm. Okay. Aber jetzt haben wir noch einen Fakt des Tages. Ja. Fakt des Tages ist, das passt ganz gut zu Columbia, die Milchstraße wiegt 250 Sextilliarden Kilo. Sextilliarden? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Nullen das sind. Meine Fresse. Aber es sind Einige. Bestimmt ganz schön viele Nullen. Einige. Also ja. Viele Einige. Kleine Null. Was war das? 250 Sextilliarden Kilo. So viel wiegt die Milchstraße. Also wenn einer von euch die Zahl 250 Sextilliarden ausschreiben kann, ja, schreibt sie doch mal in den Kommentar, ja, rein. Mal gucken, ob YouTube das überhaupt kann. Ja? Ja, also, die Milchstraße wiegt so viel. Aber wie viele Milchstraßen gibt es im Universum? Verstehst du? Ja, ja. So. Da gibt es schon, ja. Gibt es schon ein paar. Ja. Genau. Da gibt es schon ein paar. Das haben wir jetzt gelernt. 250 Sextilliarden Kilo wiegt die Milchstraße. Kate Moss hat heute Geburtstag. Und die Columbia ist heute 2003 gestartet. Weiß nicht, was jetzt irgendwie gerade so ist gestartet, um dann 16 Tage später zu verglühen. Also das war nicht der Plan, aber es passiert. Ja, ich sage an dieser Stelle, Cheerio Miss Sophie, bis morgen. Wir sehen uns.